Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update begrüßen. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist auf Allzeit hoch. Die befragten Unternehmen waren noch nie so guter Meinung, was die aktuelle Lage betrifft. Sie sehen das hier dargestellt im blauen Chart. Wir hatten eine sehr, sehr positive Entwicklung, einen extrem steilen Anstieg in der jüngeren Vergangenheit und letztendlich mal wieder ein neuer Rekord. Aber auch die Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung in grün dargestellt ist durchaus positiv, sodass wir konstatieren können, dass die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland sich sehr, sehr positiv darstellt. Auf der anderen Seite müssen wir leider Gottes auch festhalten, dass die Zinsen, also der wichtigste Preis der Volkswirtschaft für das Land, in dem wir uns hier befinden, viel, viel zu niedrig sind. Wir bräuchten eigentlich deutlich höhere Zinsen, aber im Korsett der europäischen Gemeinschaftswährung und unter dem Verweis auf die schwächeren Länder und der einheitlichen Geldpolitik sehen wir eben, dass wir hier zu niedrige Zinsen haben. Das unterstützt die Wirtschaft, das befeuert die Vermögenspreise, wie beispielsweise die Immobilienmärkte. Aber die Kernfrage, die wir uns bereits heute stellen müssen, ob diese Zinsen nicht so niedrig sind, dass wir irgendwann Fehlallokationen von Kapital haben, was nichts anderes sind als finanzielle Fehlentscheidungen, weil man sich eben von den zu niedrigen Zinsen zu Investitionen verleiten lässt, die wirtschaftlich betrachtet nicht wirklich sinnvoll sind. Die anderen Nebenwirkungen, das sind die Forderungen, die Deutschland aufbaut im Rahmen des Zahlungsverkehrssystems innerhalb der Eurozone. Und diese sogenannten Target-2-Salden haben mittlerweile ein Volumen von 850 Milliarden Euro. Und wir sehen aktuell bei den Verhandlungen um den Brexit, wo man darüber diskutiert, wer wann welche Rechnungen bezahlt, wenn Länder aus einer einheitlichen Union ausscheiden, und das ist ein Punkt, was uns vielleicht in Deutschland in der Zukunft mal belasten könnte. Aber Sie sehen es aktuell, die Stimmung ist durchaus positiv. Die Nebenwirkungen wie zu niedrige Zinsen, wie Target-2-Salden, die sind sichtbar, aber noch nicht schlagen. In diesem Sinne eine sehr positive aktuelle Situation, aber Vorsicht ist für die Zukunft geboten und dementsprechend durchaus auch sinnvoll, seine finanziellen Themen mal zu durchdenken, auf die niedrigen Zinsen, auf die Investitionen in Immobilien und natürlich auch die Wechselwirkungen, die wir in vielfältigen Bereichen der finanziellen Lebenssituation eben alle erfahren müssen. Daher Ihnen einen schönen Tag, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.